Ich wollte mich noch mal ganz kurz bei euch melden mit einem allerletzten Video für das Jahr 2018 bei euch und wünsche euch jetzt schon mal direkt am Anfang alles, alles Gute für das Jahr 2019. Gesundheit, Geld, Glück, dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen. Das wünsche ich euch von Herzen. Und ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr Vorsätze für das Jahr habt, für das neue Jahr. Ich hatte ja auch immer den Vorsatz, so ein paar Kilos zu verlieren, mehr Sport zu machen und so. Und ich glaube, dass von euch bestimmt 90% den gleichen Vorsatz haben. Ja, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, dann werden wir ja sehen, was ihr euch so vornimmt für das neue Jahr. Ich habe dieses Jahr einen anderen Vorsatz, der mir ein bisschen mehr am Herzen liegt. Ich meine, abnehmen ist auch immer gut, aber das klappt immer am Anfang sehr gut und dann Ende des Jahres bin ich irgendwie immer bei mehr oder genauso viel Kilos wie am Anfang und deswegen habe ich mir jetzt einfach gesagt, stopp damit. Ich mache jetzt einfach mal einen ganz neuen Vorsatz, der mir, ja wie gesagt, auch sehr wichtig ist und davon erzähle ich euch aber am Ende. Jetzt kommen wir erstmal zu den oder zu meinen persönlichen Highlights von diesem Jahr. Ich muss dabei neben dem Video muss ich unseren Koffer auspacken. Wir sind gestern um 2 Uhr nachts aus Barcelona wiedergekommen, also von Köln nach Barcelona, dann mit dem Auto wieder hier hoch. Und jetzt sind wir gleich bei der Schwiegermutter zum Essen eingeladen mittags. Und heute Abend ist ja schon Silvester und wenn ich das Video noch heute hochladen will, dann muss ich zusehen, dass ich hier das gebacken bekomme und muss Hobby, also Videos drehen, mit Haushalt, Koffer auspacken, Wäsche machen und dem ganzen Kram, muss ich dann irgendwie verbinden und ja, schlage jetzt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe und verbinde das Ganze. Auf jeden Fall geht es jetzt los mit meinen Highlights und es sind ein paar. Ich habe so die größten Ereignisse oder das Größte, das Schönste, was ich aus dem Jahr 2018 in Erinnerung habe, aufgeschrieben. Und es war ja natürlich ganz zu Anfang, habe ich ja wie jedes Jahr den Wunsch gehabt abzunehmen. Das hat auch geklappt. Ich habe am Anfang des Jahres eine Ernährungsumstellung gemacht und habe da relativ, war damit relativ erfolgreich. Habe in normaler Zeit, nicht in besonders kurzer Zeit, aber in einem gesunden Zeitabschnitt viel Umfang verloren. Ich habe ja mich fast nie gewogen. Also ich finde, am Gewicht kann man das immer so ein bisschen, ja, da kann man das schwer abschätzen. Vor allem, wenn man ja auch Sport macht, dann wiegt man ja wieder mehr und zu Anfang sowieso. Deswegen habe ich immer gemessen, also meinen Umfang gemessen. Und das hat sehr viel gebracht durch diese Ernährungsumstellung. Leider habe ich die dann jetzt zum Ende des Jahres hin nicht beibehalten. Kann also das am Anfang des Jahres schon mal als kleines Highlight für mich verbuchen, dass es auf jeden Fall klappt, wenn ich mich dran halte. Also das war für mich schon am Anfang des Jahres eigentlich ein ganz positiver Start. Und ja, das habe ich gut in Erinnerung behalten, dass ich ein bisschen an Umfang verloren habe. Ein zweites Highlight, und das ist ein sehr großes Highlight für mich, für uns, ist, dass wir den Pferdestall hier fertig renoviert haben und wir hier auch einziehen konnten. Also das ist natürlich eins der, ja, der größten Ereignisse, die wir in diesem Jahr gemacht haben, dass wir am Anfang des Jahres, das war im März, meine ich, hier eingezogen sind und ja, seitdem hier in diesem renovierten Pferdestall wohnen. Wen das interessiert, ich habe so ein paar, so eine Renovierungsreihe, so eine Playlist darüber, die verlinke ich euch hier oben mal im Video. Hier oder hier, ich weiß es gerade nicht. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn euch das interessiert, das Thema. Dann, was auch ein sehr schönes Highlight für mich war, für euch vielleicht jetzt nicht so das krasseste Highlight überhaupt, aber das war Tinys Geburtstag im Mai, der erste Geburtstag. Und für mich war es schon, ja, einer der schönsten Tage. Tiny hat wahrscheinlich gar nichts gecheckt und kann sich auch null daran erinnern, aber für mich bleibt es eine der schönsten Erinnerungen in diesem Jahr oder auch vielleicht für immer. Wir haben eine riesen Kinderparty gestartet. Das war ja am 12. Mai und es hat aus Eimern geschüttet. Also es war richtig krass am Regnen. Erst schien die Sonne und wir haben den Garten schön gemacht und schön dekoriert mit meiner Schwester. Wir haben extra ganz viel Deko gekauft und haben so kleine Cocktailgläser und sowas vorbereitet. Ja, und auf einmal, als dann die Party losging, eine halbe Stunde vorher, hat es angefangen, so krass zu regnen, dass wir alles nach drinnen, nach hier in unser Wohnzimmer verlagert haben.
und hier eine riesen Kinderparty veranstaltet haben. Die Eltern waren auch noch da, also es war Full House. Ich kann nicht auf dem Boden, ich kann das nicht, ich kann auf dem Boden keine Videos drehen. Mir schlafen da die Füße ein. Ja, auf jeden Fall war es eine riesengroße Kinderparty und zwar richtig cool irgendwie, auch trotz des Regens. Ja, bleibt für mich wahrscheinlich eine der schönsten Erinnerungen aus diesem Jahr. Was weitere Highlights sind, also das sind halt immer meine Highlights, wenn Besuch da ist, entweder von Freunden oder von Familie. Das sind ja immer Highlights, weil die meine... Moment, da hat es gerade gehupt. Das war mein Freund, um mir zu sagen, dass sie jetzt schon mal losfahren zum Essen. Ja, das auf jeden Fall, wenn Besuch da ist, das ist halt immer ein Highlight für mich, weil ich vermisse meine Freunde und meine Familie so sehr. Und wenn dann jemand mal hier zu Besuch war, das lädt dann irgendwie so ein bisschen oder 200% meine Batterien wieder auf und davon zehre ich halt dann eine ganze Weile und habe das oder ja, die ganzen Besuche mit als schönste Erinnerung im Kopf und ja, kann das auf jeden Fall, kann jeden einzelnen Besuch als Highlight verbuchen. Ob es jetzt von meinen Schwestern war oder von meinem Bruder war dieses Jahr leider noch nicht hier. Das wird, denke ich mal, oder hoffe ich mal, jetzt in 2019 passieren, ne, Marius und Kai? Ansonsten, ja, lädt das meine Batterien auf und ich kann davon einfach noch sehr lange zehren, was ich auch sehr wichtig finde, denn ja, wie gesagt, ich vermisse die halt alle und wäre schön, wenn einfach, oder ich könnte einfach, ich könnte eigentlich jeden Tag Besuch haben. Ich mag das. Ach ja, ein weiteres schönes Highlight, das war im Sommer 2018, ist, dass Tiny angefangen ist zu laufen. Sie hat mit 15 Monaten so die ersten Schritte gemacht. Und das relativ, ja, im Vergleich, also sie hat mit, ich glaube mit 11, 12 Monaten auch relativ spät angefangen zu krabbeln. Davor saß sie die ganze Zeit nur und hat sich nie so richtig getraut. Und ich dachte schon so, Gott, das Kind krabbelt nie. Was ja auch angeblich so ein bisschen wichtig ist oder gut ist für die Verbindung der Gehirnhälften. Und dann fing sie an zu krabbeln. Das hat dann 3 Monate circa gedauert und dann kam schon der erste Schritt. Also das Jahr war... auf jeden Fall, was Motorik angeht, schon ein krasses Highlight ja auch für Tiny. Also sie hat Krabbeln und Laufen gelernt in diesem Jahr. Ja, und natürlich wir als Eltern, ne, stolz wie Bolle, dass sein Kind da auf einmal so ein paar Schritte macht. Also ich war mega stolz. Wie wahrscheinlich jetzt auch 100% der Mamis oder Papis hier zu gucken, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Ist auf jeden Fall eine schöne Erfahrung und sieht auf jeden Fall sehr, sehr ja, süß und betrunken und torkelig und unbeholfen und verballert aus, wenn die da die ersten kleinen Tippelschritte machen. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr ja, emotionales Highlight für mich, würde ich sagen. ja, eigentlich alles, was meine Tochter angeht, ist Highlight. Ein weiteres Highlight ist, dass ich im September angefangen habe, wieder Vollzeit zu arbeiten. Sprich, ich bin von halbtags auf Vollzeit habe ich gewechselt. Vorher hatte ich nur 20 Stunden gemacht und jetzt mache ich wieder 35. 35 ist hier die Vollzeit oder die, ja, ist hier eine ganz normale Arbeitswoche in Frankreich. Und mit dem Anfang der Vollzeit natürlich haben wir dann auch als weiteres Highlight Tiny bei der Tagesmutter eingewöhnt, beziehungsweise war da die Eingewöhnung bei der Tagesmutter, die auch sehr gut geklappt hat. Die lief circa einen Monat, wobei 2 Wochen Tiny davon krank war. Dafür, dass es aber so knapp und so kurz war, hat sie das echt super hinbekommen und es gab eigentlich keine Probleme. Eigentlich gab es keine Probleme. Es war mal, dass sie so ein bisschen an mir geklammert hat, aber eigentlich... sobald ich dann gegangen bin, war direkt Ruhe und sie hat sich ablenken können. Also es hat super geklappt, da bin ich auch richtig, richtig froh und dankbar drum, dass
wieder keine größeren Schwierigkeiten hatten, sie da einzugewöhnen, denn sonst wäre das mit meinem Vollzeitjob erstmal nicht gegangen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein großes Highlight in meinem beruflichen Weg, kann man so sagen, dass ich jetzt wieder meinen Job ausführen darf und bin damit sehr zufrieden, wie man vielleicht in anderen Videos schon bemerkt hat. Ein letztes Highlight, das ist allerdings, es läuft schon seit Anfang des Jahres so richtig und davor haben wir uns halt immer dafür interessiert, aber jetzt am Ende des Jahres kann ich sagen, dass wir ein neues Renovierungsprojekt haben. Da habe ich auch schon mal ein Anfangsvideo drüber gedreht, das verlinke ich euch auch hier oben. Und zwar ist es ein alter Turm, so ein alter Abwehrturm von damals noch aus dem, ja, ich weiß gerade gar nicht, 15. Jahrhundert vielleicht. Auf jeden Fall auch sehr, sehr alt und brüchig und das muss renoviert werden mit so einem kleinen Häuschen daneben. Und dieses Highlight wird uns wahrscheinlich jetzt die nächsten mehreren Jahre begleiten, dieses Projekt. Und ich bin echt gespannt, was da so draus wird, was wir daraus machen können. Und ja, als Abschluss finde ich das eigentlich ganz, ganz cool, dass wir jetzt wieder so einen neuen Schwung fürs Jahr 2019 haben, unseren neuen Elan und neues Projekt, denn ja, irgendwie finde ich das cool, wenn man immer sowas im Hintergrund laufen hat und man sich, wenn man Langeweile hätte, dann darum kümmern könnte. Muss man jetzt irgendwie in den Alltag und in den Haushalt oder Haushaltsdingen und Babydingen muss man sich jetzt noch um so ein Projekt kümmern, aber uns macht das Spaß. Ja, ich hoffe, das klappt dann ganz gut. So wie es dann läuft. Ah ja, jetzt nochmal zu meinem Vorsatz, den ich jetzt für 2019 habe. Ich habe mir vorgenommen, das habe ich auch schon mal letztens in einem Monatsfavoriten-Video gesagt, dass ich mehr auf Plastik verzichten möchte. Speziell auch auf Mikroplastik in Shampoos, Badelotions, Klamotten mit Elastan und so. Ich möchte jetzt kein Öko-Guru werden. Ich möchte einfach nur mehr Bewusstsein dafür bekommen und dass ich nicht einfach zum Beispiel, wie ich es jetzt sonst mal gemacht habe, in den Laden gehe zu zum Beispiel Action. Oh, geil, finde ich geil, ist billig, kaufe ich. Dass ich diese impulsiven Käufe auch so ein bisschen einschränke und mich wirklich frage, brauche ich das wirklich oder nicht? Jaribe! Non, je viens à pied. Ich muss mich beeilen. Also, dass ich auf jeden Fall das Plastik ein... Quoi? Sur ma veste? À l'entrée? Okay, also, dass ich auf jeden Fall das Plastik, diesen Plastikkonsum etwas einschränke. Und mich da auch immer wieder daran erinnere. Natürlich werde ich jeden Tag Fehler machen und jeden Tag was Falsches machen, was man besser machen hätte können. Und ich werde auch noch Lebensmittel und Dinge in Plastik verpackt einkaufen, weil ich einfach nicht an dem Punkt bin, dass ich komplett auf Plastik verzichten kann. Das kann ich, also das wird, glaube ich, in meinem Alltag auch gar nicht gehen oder sehr, sehr schwer gehen. Deswegen ist es, glaube ich, schon ein guter Fortschritt, ein Vorsatz, wenn man sich immer wieder daran erinnert und bewusst wird und sich zwei oder dreimal fragt, ob man jetzt dieses Gadget, was man vielleicht bei Action oder bei, keine Ahnung, im Krabbeltisch sieht, ob man das wirklich braucht oder ob es nach einer Woche vielleicht schon wieder in der Ecke liegt oder in den Müll geschmissen wird. Genau. Ich bin gespannt, wie sehr ich mich daran halten kann und wie sehr mir das vielleicht nachher auf den Senkel geht. Bei Klamotten habe ich vor allem die Bedenken, weil ich halt immer, ja, ich kann schwer in Boutiquen einkaufen, die so teure Fairtrade-Klamotten herstellen. Ich gebe einfach ungern
für ein T-Shirt so viel aus, wie ich ausgeben würde, wenn ich bei H&M shoppen könnte und dafür 10 T-Shirts kaufen könnte. Also, weiß nicht, da tue ich mir so ein bisschen schwer mit. Aber wenn ich vielleicht dann, ja, mal schauen, wie es bei Klamotten wird. Ich kann es echt noch nicht sagen, aber ich möchte auf jeden Fall dann vielleicht weniger kaufen. Oder auf die Etiketten gucken, was da drin ist, dass es höchstens Baumwolle ist und vielleicht ja, fair hergestellt wurde und trotzdem noch nicht so teuer ist. Muss man mal gucken. Ich hoffe, dass ich da so ein bisschen mehr reinkomme. Und einfach dann, auch wenn es am Ende des Tages nur ist, dass ich dafür Bewusstsein schaffe, bei mir wie auch bei euch. Das ist mein Wunsch, dass wir ein bisschen mehr darauf achten. Plastiksteuer zum Beispiel fände ich super, wenn die eingeführt wird. Die Firmen, die irgendwas in Plastik einpacken, die Plastik gebrauchen, dass man darauf dann eine Steuer zahlt. Fände ich gut. Warum gibt es keine Plastiksteuer? Wieso gibt es keine Plastiksteuer? Frage des Jahres. Ja. So, der Koffer ist halb leer und ich muss mich jetzt beeilen, zu meiner Schwiegermutter zu kommen und dort zu essen. Ich sage an dieser Stelle alles Gute, also wirklich alles Gute von Herzen für das Jahr 2019. Dass ihr an euren Vorsätzen festhält, haltet und wenn ihr keine habt, dass ihr einfach ja, ein tolles, gesundes und erlebnisreiches Jahr 2019 habt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.